Hi Leute, hier ist wieder eure Skydressa zu einem neuen Part von Legend of Zelda Spirit Tracks. Ja, im letzten Part haben wir die letzte Prüfung angefangen, hier im Turm der Götter. Ja, ob das nun wirklich die letzte, also ich meine damit die allerletzte Prüfung sein wird, sei mal dahingestellt, weiß ich nämlich nicht, aber ich weiß, dass ich verfolgt werde und das ist scheiße. Okay. Habe ich gerade die Tür geöffnet? Natürlich nicht. Ja. Darf ich raten? Bombe? Na komm schon, roll, roll, roll. Ach, scheiße. Komm schon, roll, 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 roll her. Roll her. Roll hier durch, roll hier durch. Ja! Klasse, demolier alles! Du Mistvieh. Komm her, komm her, komm her, komm her. Mann. Bist du dumm, dass ich die Schweine beißen, du Rollat. Du Rollator, Alter. Herz. Nee, 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 nee. Link muss ihn jetzt ärgern, ganz doll ärgern. Hallo, hallo, hallo. Ja, klasse. Das hast du fein gemacht, Rolllädchen. Du. Beweg dich. Los, komm, komm. Dreh eine Runde, dreh eine Runde. Oh, ach so. Hat sich schon erledigt. Hihi. Stell dich mal hier hin. Dann schieb ich dich mal hier hin. Nein, oh Gott. So, loslassen. Hm. Miep. Miep, 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 miep. Ich bin weg, ich bin weg. Haha, kannst mich nicht sehen. Weil ich so weit weg bin. Lol. Kannst mich nicht sehen, weil ich so weit weg bin. Haha. Ich bin schlau. Nicht. Wer weiß. mal sehen, wo der Pfeil jetzt landet. Okay, der landet da hinten. Kann ich jetzt eigentlich das Ding noch bewegen? Epic. Okay, ich kann es noch bewegen. Das ist cool. Okay, aber die beiden kann ich nicht bewegen, was schlecht ist. Na? Gehst du weg? Alter, ich schiebe fast neben ihm. Ich stehe fast neben ihm und schieb das Teil. Ich glaube, ich werde mal den Boomerang brauchen. Ach du Scheiße. Ich kann da hinten ja gar nichts mit dem Boomerang machen. Ach doch, Moment. Die andere Plattform. Ich sollte nicht mehr um 12 Uhr abends aufnehmen. Das macht sich nicht gut bei mir. Okay, ich weiß, du musst nach oben zeigen. Gut, du bist brav. Du bist gut eingestellt. Aber wie stelle ich dich ein? That's the question. Gott, wie stelle ich das Vieh ein? Phantom, kann ich auf dein Schild springen, so Zelda-Style? Egal. Bist du dumm, Link? Link ist dämlich. Aber Link ist richtig dämlich. Ich meine, der springt ihn da fast rein. Okay, das Phantom ist aber auch dämlich.
Ja, aber wie komme ich dann da oben rauf? Das ist die Frage. Moment, also ich müsste es eigentlich so stehen haben, dass es hier von hier aus hier reingeht. Dann geht's darauf, darüber. Bin ich bescheuert? Darüber. Ich habe nicht aufs Phantom geachtet. Ich habe nicht auf Phantom geachtet. Ich böses Astrid. Ich böses Astrid. Ich auf nichts achten. Spüre den Zorn meines Bumerangs. Haha. Okay, rüsten wir mal den Bogen aus. Schleichen uns davon. Weil wir so epic sind. Aber wie komme ich da rüber? Alter, ist das behindert. Wie komme ich da rüber? Ho, 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 ho. Ich weiß, dass dann da vorne die Tür weggeht. Wow. Obwohl, vielleicht nein. Ich kann die nur von dort vorne aus erreichen. Aber wie kriege ich das hin? Das. Ah! Epicness! Boah, wie geil ist das denn? Na gut, ich muss das jetzt irgendwie schaffen, dass ich das Juwel wieder runterhauen kann. Wer weiß, vielleicht kriege ich das hin. Wenn nicht, dann muss ich mal kurz den Raum verlassen. Weil mir fällt gerade auf, ich brauche kurz das Gewicht. Oder ein zweites Gewicht. Moment, das kommt natürlich jetzt darauf an. Nee. Das wird nichts bringen. Ich muss nämlich irgendwie hier rüberkommen und. Ha! Ich hab dich eingesperrt! Obwohl, nein, das ist schlecht. Das ist nicht gut. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut. Wisst ihr nämlich wieso? Wenn ich jetzt da drauf schießen will, dann muss erst das Phantom weg. Na okay, das ist eigentlich nicht so das Problem, aber kann es nicht sein, dass der sauer ist irgendwie? Ich kann mir das irgendwie nur so vorstellen. Na okay, jetzt hier hoch. Das ist jetzt so meine Idee, was es sein könnte, aber dann fehlt uns ja. Es sei denn. Es sei denn, ich kann das Juwel auf den Schalter stellen und das reicht als Gewicht. Dann hätte ich zwar für einen kurzen Moment das Problem mit dem Phantom, dass ich weiter eingesperrt habe. Geile Scheiße. Alter! Was ist so schwer daran, das Ding auf den Schalter zu packen, statt dem Phantom? Gott, ich kriege hier gerade so einen Lachanfall. Alter Link, kannst du da nicht drauf springen, was du sollst? Du sollst da drauf springen. Springen, du wissen, was das sein? Ich attackiere jetzt mal die Wand. Okay, das würde sogar klappen. Oh, natürlich. Das ist krank. Und dann muss das. Oh, das ist mies. Na gut, versuchen wir es mal. Das Ding muss hier hin, wo das Symbol ist. Darauf muss ich zielen, während ich auf dem Schalter stehe. Oh. Ich wollte eigentlich das Phantom nur kurz trollen. So, es muss hier rauf. Dann muss es da runter. Da rein, am Phantom vorbei und den Schalter aktivieren. Und dadurch aktiviert sich der Weg zum Lichttropfen.
die Tür geht wieder zu, was uns Hose wie Jacke ist. Denn wir haben den letzten Lichttropfen. Ah, nee, den zweiten. Oder, nee, doch den letzten. Ah, wir haben im letzten Part 2 gesammelt. Ich wusste das nicht mehr. Das ist schon wieder 2 Tage her. So, Zelda, geh in das Phantom hinein. Hehe, ich habe ein Trümmerphantom übernommen. Jetzt kann ich durch die Gegend rollen. Hoffentlich wird mir nicht schlecht. Das hoffe ich ja auch, Zelda. Aber ich muss ehrlich sagen, dieses Phantom steht dir bislang am besten. So, wir füllen mal unsere Vorräte wieder auf. Und gehen runter. Denn du bist ja jetzt sozusagen der Spezialist im Kaputtmachen. Du darfst jetzt hier erstmal eine Runde schrotten. Auf deinem angestammten Wege. Mach alles kaputt. Brave Zelda. Obwohl, nein. Zelda muss da mal rüber und muss mal nach einem Schalter gucken. Achso, nee. Alter, wie ich sogar die Richtung bestimmen kann, in die sie rollt. Das ist krank. Obwohl, nein. Ich glaube, ich habe begriffen, wo Zelda hin muss. Komm wieder her, Zelda. Ich habe begriffen, wo du hin musst. Das wird lustig. Sofern wir erstmal an deinem Kollegen da vorbeikommen. Warte! Ja, Zelda. Gott im Himmel. Komm her, Zelda. Komm her, komm her. Warte! Ja, Zelda. Wenn du dich nicht bewegst, rufen, rufen, rufen. Komm her. So, jetzt. Kugel dich. Oh, Zelda ist jetzt voll die Überwaffe. Wie mir scheint. Die kugelt alles aus dem Weg. Obwohl, Moment. Zelda, kugel mal die alle weg. Ist das mies. Alter, du sammelst sogar die Rubine alles ein. Wie immer, Zelda ist nützlich. Zelda ist absolut nützlich. Arme Zelda. Okay, okay, ich brauch dich mal wieder, Zelda. Ja, geh mal da auf den Schalter. Okay, nein, nein, nein. Böse Zelda. Böse Zelda. Sie kann sogar Treppen hochrollen. Haha, wie geil. Arme Zelda. Ah nein, ich merke schon. Boomerang. Ja. Pfeile. Schießen. Aktivieren. Tue. Hui. Und eine antike Goldmünze. Coole Geschichte. Jetzt darf Zelda wieder sich nützlich machen. Nein, rufen. Damit Zelda nichts Falsches macht. Oh, was mache ich denn wegen dem? Zelda, hol das mal. Kannst du das? Du kannst das nicht holen. Oh, schade. Na gut, gehen wir runter. Ja, warte bitte. Okay, dann rufe ich dich. Kannst du jetzt kommen? Gut, wunderbar. Was ist denn hier drin? Viele verschiebbare Geschichten. Zelda, was ich eigentlich mit dir noch nicht getestet habe. Kannst du Truhen öffnen? Kannst du Truhen öffnen?
Dafür ist sie wieder zu blöd. Schade. Das heißt, Moment, Zelda, kannst du die verschieben? Nee, Moment, dann hier. Ja, genau das sollst du tun. Zelda begreift es, glaube ich, nicht. Ah, jetzt hat sie es begriffen. Gut. Danke, Zelda. Ein Schalter. Was auch immer dieser Schalter bringt. Auch zwei Schalter und ich habe keine Ahnung, was sie bringen. Oh, natürlich, die Gewichte. Die Gewichte müssen auf die Schalter. Das ist krass und krank. Na gut, du kommst erstmal in die Ecke, das ist schon mal sicher. Okay, da werde ich Zelda brauchen. Aber ich werde jetzt erst einmal diese hier nutzen, um die Schalter da vorne abzudichten, sozusagen. Denn wir müssen ja scheinbar mit den Gewichten alle diese Schalter machen. Aber ich denke mal auch, dass sich das so, resetten wird, wenn ich einmal den Raum verlasse. Von daher mache ich erstmal Try and Error Prinzip. Oh, ich will an die Truhe. Wahrscheinlich ist da der kleine Schlüssel drin, weshalb wir auch uns diese ganze Mühe machen müssen. Okay, nee, das geht nicht. Oh, warum mache ich das mir da nicht ganz einfach? Okay, ich darf hier nicht im Weg stehen. Nein, ach Gott, was ich wollte, war, dass du das verschiebst. Ja, oh, ich glaube, sie begreift. Ja, Zelda, gut, Zelda. Wow. Gut, schieb so weit vor, wie es geht. Okay, Zelda, du musst hier noch weg. Ich hoffe, du kommst hier durch. Wunderbar. Okay, jetzt muss ich das wieder Zelda überlassen. Tja, im Teamwork Steine verschieben. Coole Sache. Okay, Link muss da weg und Zelda muss das Ganze übernehmen. Hm, wenn man es erstmal geschnallt hat, dann geht es eigentlich. Ofen. Obwohl, nee, Zelda, du musst da weggehen. Au! Zelda spielt Bowling mit sich selbst. Arme Zelda. Uff, wie kriege ich denn das jetzt hin? Okay, ein Gewicht fehlt mir noch. Da buxiere ich jetzt erstmal Zelda hin. Ich hoffe einfach jetzt mal ganz klassisch, ich kriege noch irgendwo ein Gewicht hin und dann... Okay, von dort kommen wir. Nach dorthin muss ein Gewicht und zwar ein Einzelgewicht. Das schafft auch nur ein Einzel... Oh, natürlich. Zelda, komm mal her.
musst jetzt gleich mal was für mich machen, mein Trümmerphantom. Schieb mal nach da. Ich gehe dann hinter dir her. Ich muss nämlich diese beiden Gewichte hier wegschieben. Gut, denn die beiden müssen nach da drüben. Hier können wir nämlich das große Gewicht draufschieben. Das nimmt eigentlich den Platz von 4 Gewichten ein, so wie ich das da sehe. Gut. Ist jetzt nur so meine Vermutung, was wir hier jetzt machen müssen. So, hier lang. Ah! Shit. Da brauche ich nochmal Zelda. Okay, Zelda, komm nochmal her. Du musst... Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja, von hier aus nach unten schieben. Wenn du das hinkriegst. Moment. Das wäre ganz toll, wenn du das hinkriegst. Scheinbar nicht. Okay, Link, dann müssen wir Folgendes tun. Raus, raus, weg. So. Jetzt Zelda rufen. Dann haben wir zumindest einen kleinen Part. Dann möchte ich, dass du das von hier aus nach unten schiebst. Oh Gott. Da merkt man echt, ich kann nicht zeichnen. Zelda fährt gegen jede Wand. Zelda sollte im Übrigen, wenn sie so Auto fährt... Obwohl, da gibt es keine Autos. Sonst hätte ich gesagt, wenn Zelda so Auto fährt, soll sie keinen Führerschein machen. Bitte, bitte. Aber egal. Und warum antwortet Zelda nicht und bietet mir Paroli? Ganz einfach. Sie ist viel zu erschöpft vom Gewichte schleppen. Pech. Oh Gott. So loslassen, nach unten, nach oben, nach oben. Oh. Okay. So, zur Seite tippen. Schnell das andere holen. Gut, dass man auch zurückschieben kann. Das ist etwas, was ich sehr cool finde. So. Ja, Steine schieben im Akkord. Und dann auch noch schön im Rückwärtsgang, den ja keiner mag. Gott, wie soll ich denn das jetzt machen? Okay, der muss weg. Einfach aus dem Grunde. Das hat gar keinen Grund. Ich schwindel euch nur an, es gibt keinen. Oh Gott. Das bedeutet, ab jetzt muss alles Zelda machen. Na komm, das kriegst du hin, Mädchen.
Mach uns stolz. Gut, jetzt schieb's darauf. Und ich habe so über das eingesperrte Phantom gelacht, jetzt bin ich selbst eingesperrt. Schnüff. Okay, jetzt sind die Stacheln natürlich weg. Super. Super. Yay. Obwohl, die sind endgültig weg. Ha, Link muss gar nicht mehr eingesperrt bleiben. Das ist so in Ordnung. Na gut. Und wir haben einen kleinen Schlüssel erhalten. Ja, wir können ihn nur einmal anwenden. Na, dann rufe ich mal Zelda. Zelda soll herkommen. Nimm bitte den sichersten Weg, Fräulein. Und ich würde sagen, dann müssen wir jetzt hochgehen. Und wir müssen diese Tür freimachen. Ich würde dann sagen, zum 19. Stock. Mal sehen, was uns da erwartet. Entschuldige, ich habe für einen Moment nicht gewartet. Und oh, weia, jetzt geht es ja noch weiter ab. Oh Gott, nein, 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 nein. Da, danke, Zelda. Kümmere dich bitte um jeden Felsen. Zelda, du musst deinen Weg nach vorne machen. Alter, wie soll Link da bitte durchkommen, außer mit Unverwundbarkeitszeit und ganz viel Herzverlust? Alter, der ist fast nicht tragbar. So, jetzt Zelda. Mit diesem Körper kann ich dich nicht hinüberbringen. Was nun? Hass. Ach du Scheiße. Meine Frage, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und schießen will, passiert nichts. Ach ja, stimmt, die Peitsche. Da sind ja Peitschenbäume. Ah, die sind zu weit oben. Ich sehe es kommen. Die sind zu weit oben. Na gut. Dann. Was Zelda allerdings tun kann. Jetzt, wo auch die Steine endlich weg sind. Komm mal her, mach mal den Weg hier für mich frei. Link, bring dich in Sicherheit. Jetzt kommt unsere Dampfwalze Zelda. Irgendwie sollst du nicht in die Lava gehen. Ebenso wenig wie Link. Du solltest eigentlich hier hingehen und hier alles kaputt machen. Bulldozer Zelda. Das ist unsere Zelda, wie sie lebt und lebt. Spaß natürlich eigentlich nicht. Aber das ist sie halt, wenn sie im Phantom steckt. Und wir sehen uns dann erst einmal hier hinten um. Ich sehe schon, der immense Herzverlust zahlt sich aus. Wir kriegen ein paar. Wir können weiter nach oben gehen, aber was bringt uns das? 20. Stock und ich hätte schwören können, hier ist was. Das war ganz schlecht. Aber gut,
Okay. Ich krieg das hin. Das ist nicht das Problem. Die Dinger sind ja einfach mit der Peitsche zu besiegen. Aber Zelda, mach mal alle Felsblöcke hier kaputt. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir tun können. Oh oh. What the... Link, Link, hol dir einen. Oh Gott, eine Ratte. Eine kleine, miese, dreckige Ratte. Oh Gott, drei Viecher auf einmal, ey. Das ist... Ich muss erstmal gegen diese... Okay, der erste ist tot. Danke, Zelda. Ah, zwei sind sogar schon tot. Wow. Drei sind tot. Oh, da hinten scheint noch etwas zu sein. Oh nein. Oh nein. Das ist ganz schlimm für Zelda, das weiß ich. Da wird sie nicht reagieren. Aber das hat sich ja schon erledigt. Es hat sich nicht erledigt. Oh mein fucking. Ja, nee, ist klar. Jetzt kommt noch das vierte. Kommt noch eins in der Mitte? Ja. Ich bin schon tot. Ich bin schon tot. Ja, Zelda. Ah, komm her. Komm her, Zelda. Oh Gott, jetzt muss ich wegen ihr... Wir sind tot. Danke. Denn so können wir wenigstens abhauen. Heilige. Heiliger Kuhmist. Absoluter. Was ist denn, wenn ich jetzt versuche, mit dem Bogen zu schießen? Kannst du mich denn wirklich nicht rüberbringen? Du kannst mich sehr wohl rüberbringen! In diesem Zustand kann ich dich nicht schultern. Zelda, dann versuch was andere. Ah, das wird auch nicht klappen. Ich merk schon. Gott. Aber ich habe eine bessere Idee, was Zelda machen könnte. Kann ich mich denn wenigstens für einen Moment auf dich draufstellen? Wenn ja, kann ich dich als Brett für die Peitsche nutzen. Ha! Natürlich. Okay. Zelda, kannst du denn statt mir etwas anderes transportieren? Na, wenn nicht, wird es gleich respawnen. Daher ist es nicht das Problem. Link. Oh Gott. Okay, Link. Spring in die Lava. Oder... So geht's auch. Ich wollte nämlich eigentlich... Okay, nein. Okay. Link ist komplett Idiot. Link ist ein Vollidiot. Was wäre denn, wenn ich einfach einen Pfeil abschieße? Wohl. Kann ich dich voran bewegen? Nee, ich kann.
kann nur die Nuss kaputt machen, oder? Konnte ich das nicht schon mal? So ein Juwel bewegen? Ich meine mich zu erinnern, dass das ginge. Nee, das ging nicht. Dann komm mal her, Zelda. Zumindest kann ich auf Zelda stehen. Das ist viel wert. Okay, und ich kann mit Zelda die Gegend auskundschaften. Das ist auch wichtig. Moment, warum holt sie nicht das Ding? Natürlich, warum holt sie nicht das Ding? Das steht da doch rum. In diesem Zustand kann ich nichts in die Hand nehmen. Hör auf zu beben. Okay, was mache ich jetzt? Puh. Ich bin richtig überfragt. Deswegen würde ich sagen, ich beende hier und jetzt den Part, bevor ich in eine 3-4 Stunden lang rumrätsel. Von daher, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.